Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin der Henry. Ich bin die Corinna. Servus, ich bin der Tobi. Und heute geht's wieder im Dreier-Trio wieder spotten. Und zwar diesmal auch an die Schnellfahrstrecke, eigentlich fast genauso wie damals im Vlog Nummer 2. Da ging es ja an die Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Und diesmal geht es an eine andere, ganz neue Schnellfahrstrecke, und zwar an die Strecke Wendlingen-Ulm. Ja, da haben wir natürlich vor, die ICEs zu spotten, den neuen IRE 200 und dann noch, wenn wir noch Glück haben, einige ICE 3 Neo. Schauen wir mal, ob wir das alles bekommen. IC 4 sowieso, der fährt ja da sowieso lang. Schauen wir mal, dass wir das ist so unser Ziel, dass wir das alles bekommen. Dann wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß beim Zuschauen und los geht die Tour. Ja, jetzt nach über 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt an der ersten Fotostelle angekommen, auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Ist übrigens die, ich denke mal schon eher sehr bekannte Filztalbrücke. Ja, und ich finde die ist schon sehr, ziemlich beeindruckend. Und da werden wir jetzt dann ein paar ICE aufnehmen und den Interrico Express. Und dann schauen wir mal, wie die Aufnahmen so werden. Ja. Alle Aufnahmen sind jetzt soweit im Kasten und jetzt geht es dann zur nächsten Fotostelle. Diesmal nicht Schnellfahrstrecke, sondern an eine ganz gemütliche Nebenbahn. Und zwar hat der Tobi einen Auftrag gegeben, da einen Zug zu fotografieren in so einer schönen Landschaft. Ich war da auch noch nie auf der Strecke, so eine richtige Nebenbahn, von der man noch nie im Leben was gehört hat. Wahrscheinlich auch noch nie im Leben wieder was hören wird, aber schauen wir mal. Vielleicht sieht es ja auch richtig geil aus dort von der Landschaft. Und da fahren wir jetzt dann hin. Und dann melden wir uns dann nochmal von dort. Ja, angekommen an der Fotostelle, und zwar in Sondernach, falls jemand schon davon gehört hat. Und ja, hier sind so schöne Schafe. Noch schöner wäre es, wenn die nämlich da ins Motiv gehen würden, aber gut. Dann schauen wir mal jetzt, was vorbeikommt. Ich glaube, es ist eine Baureihe. Nein, nicht Baureihe, VT.
Also meine Erwartung war, dass jetzt ein 622 oder VT622 kommt oder irgendwas anderes mit bewegt Design, aber dass so jetzt so ein historischer Triebwagen kommt, naja, wunderbar. Dann hat dieser Tag wieder so ein paar Gegensätze, nämlich hochmoderne Strecke, ETCS und hier noch so eine Strecke mit Pfeiftafeln und so historischen Triebwagen, ja. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen, fotografiert, aber... Ja genau, in irgendeinem Video, irgendwo im Ausland bestimmt. Ja. Gut, jetzt geht's dann... Jetzt fahren wir dann zur nächsten Fotostelle und zwar... Das ist, gut, keine Fotostelle, es ist... Ey, dieses Schaf, das korrigiert mich immer. Nicht Fotostelle, sondern... ja genau, Bahnhof Merklingen, Schwäbische Alb. Jetzt ist richtig, okay. Dann fahren wir jetzt und dann machen wir da noch ein paar Aufnahmen und dann schauen wir mal, wieso es dort ist, ja. Genau. Wieder zurück an der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Jetzt sind wir hier am einzigsten Unterwegsbahnhof auf der Strecke. Und zwar, das ist der Bahnhof Merklingen, Schwäbische Alb. Ja, dieser Bahnhof hat so einige Besonderheiten. Unter anderem, er hat, wie die gesamte Strecke, natürlich keine Signale. Weil die werden ja normalerweise eigentlich, also sind zwar Signale, aber halt, die kann nur der Lokführer sehen und wir nicht von draußen. Ist halt ein bisschen blöd, man muss halt jetzt ein bisschen aufmerksam sein und mal schauen, wann ein Zug kommt oder das ungefähr abschätzen vom Fahrplan her. Weil bei den anderen Bahnhöfen, wo ich bisher war, in Allersberg und Kindinger, an einer anderen Schnellfahrstrecke, da konnte man natürlich immer sehen, wenn die Signale auf grün geschaltet haben oder wenn sie halt dann aus waren, dass ein Zug kommt. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ja, habe ich so auch noch nie, also ich war auch noch nie an einem anderen Unterwegsbahnhof auf einer anderen Schnellfahrstrecke spotten, wo ETCS und so weiter verbaut ist. Das ist auch so mal Premiere für mich und ja, an sich die Bahnhofkonstruktion ist ja mit so einer Überführung statt Unterführung. Und jetzt warten wir dann auf den ERE 200, den machen wir bei der Ein- und Ausfahrt und dann noch ein paar ICE 3 und ICE 4, die vorbeikommen. Das Wetter ist wirklich super, also ja, da kommen jetzt einige schöne Aufnahmen bei raus, von daher läuft top bislang. Perfekt.
Ja, alle Aufnahmen sind soweit jetzt im Kasten. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zur nächsten Fotostelle. Wir waren jetzt übrigens nicht die ganze Zeit am Bahnhof, sondern da hinten bei so einer Brücke, wo ich schon mal ein paar Aufnahmen gemacht habe. Da waren wir jetzt wieder und haben die ICE gespottet und den IRE. Und jetzt geht es dann ungefähr mit dem Auto knapp 3 Kilometer bis zur nächsten Fotostelle und dann schauen wir mal, ja, was wir da so erwischen. Ja, nach einer sehr kurzen Fahrzeit von ungefähr, 6 Minuten, also wir sind ungefähr 6 Kilometer südlich von Merklingen, sind wir jetzt an dieser doch einigermaßen schönen Stelle. Hier war ich auch schon mal im Winter fotografieren und das hat mir hier eigentlich sehr gut gefallen, deshalb wollte ich die Stelle nochmal im Sommer machen. Und jetzt schauen wir mal, ob alles noch vorbeikommt, was wir so bekommen wollen. Also der IRE kommt ja wieder vorbei und dann noch der IC3 Neo, leider jetzt nicht, da fällt jetzt wieder einer aus wegen der Störung an der Strecke, aber stattdessen ja IC4 und dann halt noch so der IC3. Dann wird es viel Spaß bei den Aufnahmen, ist übrigens die vorletzte Stelle für heute. Ja, und ich finde, das, was hier auch schön ist, dass hier so ein kleiner Teich auch so ein bisschen ist, dass man so eine leichte Außenkurve hat, ist noch mal ein bisschen was anderes zu den Stellen davor, auch wenn das Wetter nicht mehr so super ist, aber was auf jeden Fall hier auch ganz gut ist, dass die Wolken recht dunkel sind. Und das ist dann, wenn man keine Sonne hat, auf jeden Fall schon mal gut. Wenn man dunkle Wolken hat, ist es auf jeden Fall besser, als wenn der Himmel blau ist und das Motiv schattig. Das sieht immer total dumm aus. Aber wenn wenigstens die Wolken im Hintergrund schön dunkel sind, dann hat es doch einigermaßen eine gute Wirkung. Genau, weil geplant war ursprünglich, die Züge von der anderen Seite zu machen. Da aber jetzt die Sonne nicht scheint, können wir es jetzt hier machen. Genau. Ja, jetzt wieder im Auto und diesmal war es sogar perfekt passend, weil es jetzt kurz angefangen zu regnen, aber diesmal natürlich genau dann, wenn man mit den Aufnahmen fertig ist. Jetzt geht es dann schon zur letzten Fotostelle und die ist bei Ulm. Da werden wir dann nochmal die Züge machen, wie die dann aus dem Tunnelportal rauskommen, beziehungsweise vielleicht kann man da sogar einen Schwenk machen, wenn die dann da reinfahren, aber je nachdem schauen wir dann mal und jetzt geht es erstmal dahin. Dann melde ich mich dann nochmal, dann schauen wir mal, wie wir die Stelle dann umsetzen werden. Entweder genauso wie damals oder halt ein bisschen anders. Ja, jetzt sind wir hier schon an der letzten Fotostelle angekommen. Und zwar, da hat man einen wunderbaren Blick auf den Alpabstiegstunnel. Das ist der erste Tunnel, wenn man von München kommend über Augsburg fährt nach Ulm. Und dann fahren ja die meisten ICE, die über die Schnellfahrstrecke fahren, die fahren dann gleich in den Tunnel rein, so wie der IRE ja eigentlich auch. Ja, jetzt machen wir dann hier noch die letzten Aufnahmen für heute. Tobi ist vorhin mal dahin gegangen, der schaut, ob man da vielleicht nochmal einen besseren Blick hat, sodass wir
denselben Zug, aber aus unterschiedlichen Positionen machen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dann würde ich mal sagen, ja, dann jetzt dann viel Spaß mit den letzten Aufnahmen. Dann melde ich mich da nochmal. Ja, das war es jetzt schon, die vierte Fotostelle. Aufnahmen sind so einigermaßen was geworden oder eigentlich sogar sehr gut jetzt im letzten Sonnenlicht für heute. Ja, damit kommen wir schon zu den Highlights bzw. zum Fazit. Ja, was mir heute am besten gefallen hat, waren natürlich die ganzen Fotostellen, die ich teilweise oder eigentlich so gut wie alle schon mal im Winter gemacht habe, zum im Sommer zu erleben. Dann noch natürlich mit dem Interrico Express, weil den konnte ich ja damals, selbst damals eigentlich nicht gefahren, wo ich hier war, der ist ja nur der Deutschland ICE gefahren. Den konnte ich nochmal schön aufnehmen, so wie an der Filztalbrücke. Und so wie den ICE 3 Neo, das war ja auch so ein bisschen so das Ziel, dass man den hier noch aufnehmen konnte, das hat mir gut gefallen. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war jetzt hier in der letzten Fotostelle. Das sieht man glaube ich jetzt nicht im Video, aber ich habe zumindest die Drohne fliegen lassen und ja. Genau natürlich in dem Moment, wo der Akku war, ich habe den bis zum, soll man nicht machen, ich weiß, aber ich habe den bis zum Anschlag ausgenutzt und habe die Drohne bis zur letzten Minute. Und was macht die Drohne natürlich? Sie tut Zwangslanden, dann konzentriert man sich natürlich darauf, dass sie nicht irgendwo im Gebüsch oder so landet. Natürlich ist sie dann hier auf der Straße gelandet und dadurch habe ich leider zwei ICE verpasst, auch den ICE 3 Neo jetzt am Ende, aber naja gut. Julian, was hat dir jetzt heute am besten gefallen und was hat dir heute nicht gefallen? Mir hat alles gefallen, vom Anfang bis zum Ende. Top Wetter, top Fotostellen,
Kompliment. Alle 2 Daumen nach oben. Wenn ich 4 Daumen hätte, wären 4 Daumen nach oben gegangen. Wirklich alles perfekt. Jut! Okay, dann Tobi. Ja, dann möchte ich mich deiner schönen Euphorie anschließen. Also mir hat es heute auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also vielen Dank für die Planung der Tour. Und ja, vor allem, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, war natürlich das Wetter. Weil es war so, ja, leicht bewölkt angesagt. Also die ein oder andere Sonnenaufnahme hatte ich mit kalkuliert, aber dass es so viele sonnige Aufnahmen war, hätte ich nicht gedacht. Das war auf jeden Fall ja, eine mega positive Überraschung. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die TFs, die uns teilweise gegrüßt haben beim Interregio Express. Also ja, Grüße zurück im Speziellen an alle IAE-TFs, aber auch im Allgemeinen an alle TFs ein großes Dankeschön für euren tagtäglichen Einsatz, dass ihr für uns Fahrgäste zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten immer wieder aufsteht und euer Bestes gibt. Vielen Dank an der Stelle auch mal dafür. Und ja, jetzt fährt, glaube ich, im Hintergrund die ICE durch. Der IAE durch, jawohl, passend zu meiner Ansprache zum IAE. Und ja, dann, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, waren vielleicht zwischenrein ein paar wolkige Abschnitte, aber das ist dann auch schon das Einzige, was zu meckern gibt. Von daher, ja, schließe ich mich der allgemeinen positiven Stimmung an. Also tolle Aufnahmen, tolles Erlebnis, ja, war ein schöner Tag und genau, hat mir rundum gut gefallen. Ja, wir fahren jetzt dann noch nach Hause, aber das ist jetzt nicht ganz so spannend, deswegen haben wir schon hier das Fazit gezogen. Damit sage ich, ja. Nürnberg ist immer spannend, aber ja, die Fahrt dahin ist jetzt nicht so spannend. Von daher haben wir jetzt bei diesem schönen Sonnenlicht hier auch nochmal das Fazit gedreht für euch. Damit heißt es dann, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus.